Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Drienbauer, Personal Trainer aus Karlsruhe, aber bekannt als Mr. T. Rechts und links der Finger, der arbeitet mit, lässt sich einfach das Ganze ein bisschen eindrucksvoller gestalten. Ich habe die nicht unter Kontrolle. Heute habe ich ein Thema, und zwar das Thema immer wieder diskutiert, was macht mehr Sinn, Cardio-Training oder Krafttraining, was ist besser für die Fettverbrennung, was ist schlechter für die Fettverbrennung. Gibt es natürlich ganz tolle, ganz viele Meinungen, alle wissen es am allerbesten. Keiner lässt die Meinung des anderen zu. Mein Tipp für euch, folgendes. Klar, wenn man natürlich Cardio-Training in diesem sogenannten Wohlfühlmodus absolviert, ich stelle mich auf den Crosstrainer und gleite vor mich hin. Achte darauf, dass ich natürlich nicht ins Schwitzen komme. Das bedeutet, ich mache das so langsam und so gemächlich mit so niedrigem Widerstand, dass um Gottes Willen, um Himmels Willen, nie überhaupt eine Schweißpalle zutage tritt. Wenn ich dann noch ein kleines Büchlein da vorne hinlege und in dem Büchlein ein bisschen lese oder auch eine Zeitschrift mit euch hochinteressanten Nachrichten und so vor mich hingleite und nicht ins Schwitzen komme, weil der Trainer sagt, du darfst aber nicht mehr wie 120 Puls erreichen, weil sonst hast du keine Fettverbrennung. Tja, dann könnte die ganze Geschichte nichts taugen und in die Hose gehen. Deswegen, ein Cardio-Training, ein sogenanntes Intervalltraining, das sind diese Training auch im Fitnessstudio, wo man auf dem Display sieht und denkt, was ist das für komische Balken, für Schwatze, hoch und runter, ich verstehe das nicht. Das ist ein Intervalltraining und Intervalltraining, das ist intensiv. Das heißt, hier schaltet das Cardio-Gerät automatisch in verschiedene Widerstände, sodass man natürlich auch mit entsprechendem Engagement an diesem Gerät arbeiten muss und natürlich mit viel Kraft arbeiten muss, weil die Leistung am Gerät nach oben gefahren wird. Und siehe da, nach einem Intervalldreh, nach 5 Minuten, denkt man um Himmels Willen, was sind das für komische Perlen an dem Körper? Warum bin ich auf einmal so nass? Regnet es? Oder von was kommt es überhaupt? Nein, das ist Schweiß. Das ist Schweiß und dieser Schweiß entsteht warum? Weil es uns warm wird. Weil im Körper Wärme entsteht. Wenn Wärme entsteht, dann wird Energie verarbeitet. Wenn Energie verarbeitet wird, dann sind wir genau dort, warum wir ins Fitnessstudio gegangen sind. Das ist der Grund, ja, meine lieben Leute. Das ist ein Grund, dass man Schweiß verliert. Deswegen ist ein Cardio-Training nicht umsonst, sondern ist immer ausschlaggebend, welche Art von Cardio ich eigentlich betreibe. Deswegen ist ein Intervallprogramm eine hervorragende Möglichkeit. Entweder ich nutze das fest installierte Intervallprogramm vom Gerät oder ich mache ein eigenes, indem ich ein editierbares Programm habe oder indem ich plus und minus eben je nach Zeit mal 2 Minuten locker laufen, aber schnell und dann 1 Minute lang feuerfrei, Leistung nach oben und richtig reinhauen. Ja, und dann habe ich ein intensives Cardio-Intervalltraining und das sorgt für Energieverwertung und das sorgt für einen guten Stoffwechsel. So, wenn man parallel dazu natürlich mit dem Wunsch, Gewicht abzunehmen, ins Fitnessstudio geht und sagt, ja, da stehen tolle Geräte rum, die sehen gut aus, jetzt setze ich mich mal hin und mache mal 3 Minuten Pause und bewege mich danach 15 Sekunden ganz locker, nicht zu viel Gewicht bitte nicht übertreiben, weil es könnte der Muskel wachsen. Also von dem her immer Vorsicht mit den zu großen Gewichten. Und nach den 8 Wiederholungen, nach 15 Sekunden Belastung, setze ich mich hin, schaue ein bisschen rum, schaue mein Handy, bing, 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 ah, da ist noch ein WhatsApp, noch eine Nachricht, ach, da mein Freund ist auch dabei, ist auch gerade im Studio, bla bla. Und dann nach 3 bis 5 Pause mache ich den nächsten Satz, auch wieder in diesem entspannten Modus. Dann muss ich mich nicht wundern, dass das auch nichts bringt. Genau deswegen sollte man schwitzen und entsprechend dessen mit hoher Intensität trainieren. Ob das im Cardio-Bereich ist oder im Krafttrainingsbereich, ist völlig egal. Beide Faktoren, wenn man beides toll mischt miteinander, ein gutes Krafttraining mit allen technischen Faktoren eingehalten und ein gutes Cardio-Training, Intervalltraining, dann sind wir auf dem richtigen Weg, wenn man beides super kombiniert. Kann man einen Tag machen, kann man aber auch getrennt voneinander machen. Das war's, Andreas Drienbauer, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema, genau, ihr wisst Bescheid.